Böser Unfall da unten. Sicher gibt's Verletzte. Hilfe, bitte! Da sind Leute im Auto. Sie stecken wegen Trümmern fest. Fast geschafft! Warten Sie! Ich glaube, die Trümmer halten Personen im Auto gefangen. Das waren alle. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mr. Muggins, wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Die Zwangsräumung. Moment. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann... Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Ist das eine nächtliche Vogelbeobachtung? Ja, ich habe im Park nachtaktive Raubvögel beobachtet, als mir bei Belvedere Castle eine Gruppe bewaffneter Männer aufgefallen ist. Danke für die Informationen, Stephanie, sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ich werde alles von hier oben im Auge behalten. Danke für die Hilfe, Stephanie. Was wollen bewaffnete Männer beim Belvedere? Das werden keine Touristen sein. Fisks Männer. Nicht gut. Hat mich überrascht, was? Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger. Ich werde dir das ausstochen, für immer. Ob tot oder lebendig, Fisk ist egal. Das waren alle. Finden wir raus, was sie hier wollten. Ich weiß nicht, was hier los ist. Mal sehen, ob ich irgendwas auf diesem Speicherstick finde. Klasse. Stephanie, ein Vogel hat gerade einen Speicherstick gestohlen. Vielleicht eine Taube. Ist das normal? Es ist Nistzeit, da überrascht mich das nicht. Ich glaube, in den Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest. Super, ich sieh's mir an. Er hat Freunde. Toll. Gebt mir den Stick zurück, ihr dreckigen Flugratten! Versuch positive Bestärkung. Tauben sind tatsächlich erstaunlich intelligent. Erstaunlich intelligent, ja? Hey, Tauben!
Das mit den Flugratten tut mir leid. Machen wir einen Deal? Was immer Fisk euch in Vogelfutter bezahlt, ich verdopple es. Was gibt's? Hab sie. Aber sie hat den Stick nicht. Niete. Was? Ich hab den Stick. Zurück zum Laptop. Mal sehen, was Fisks Männer wollten. Anscheinend wollten sie einen Wurm ins WLAN des Central Parks hochladen. So könnten sie Zugriff auf haufenweise persönliche Daten kriegen. Da fällt mir ein, selbst ich nutze dieses Netzwerk. Moment, der Ladevorgang läuft noch. Es muss mehrere Zugangspunkte geben. Stephanie, du bist mein Auge am Himmel. Siehst du irgendwas Seltsames im Park? Ich sehe zwei Virginia-Uhus und mehr Kerle an einem Anschlusskasten. Danke. Halt bitte weiter die Augen offen. Ich muss zu dem Anschlusskasten, bevor der Ladevorgang beendet ist. Ohne Zugriff aufs Laptop können sie nichts hochladen. Ich werde dir Respekt beibringen. Schwert aus! Du bist erledigt! In der Luft kriege ich ihn nicht! Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger! Nein! Danke für die Information. Ich sollte mich beeilen. Noch zwei. Hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber wozu braucht der Central Park WLAN? Ich dachte, die Leute wollen hier abschalten. Da sind sie. Ich muss sie vom Kasten fernhalten. Du bist erledigt! Du hast es so gewollt! Endlich ab! Das wird ein mieser Tag. Krieg ich ihn nicht! Spitze! Nur noch einer. So, die Menschen in Manhattan können ruhig schlafen. Ihre Passwörter und Katzenvideos sind sicher. Spider-Man, Sie könnten mich gesehen haben. Oh nein, sicher? Ziemlich. Da kommen bewaffnete Männer. Verriegel den Zugang und halte durch. Ich komme. Ich muss zu Stephanie, bevor Fisks Leute da sind. Ich bin schuld, dass sie hier mit drin steckt. Ich bin gleich da. Versteck dich. Ja, teilt euch auf. Findet die Frau mit dem Fernglas. Das ist noch Spider-Man. Schaltet ihn aus und stoßt dann die Frau runter.
egal. Mit mir machst du das nicht! Schwamm aus! Das wird wehtun! Er kann nicht ewig laufen! Bleib endlich! Runter! Nein, 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 nein! Ich schieße ihn in Stücke! Zurück! Sofort! Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger! Das waren alle. Mal sehen, was Stephanie macht. Danke, Spider-Man. Das war etwas aufregender als meine sonstigen Vogelbeobachtungen. Hey, ich danke dir. Deine Adleraugen haben verhindert, dass ein inhaftierter Gangsterboss an die Daten der halben Stadt kommt. Gar nicht schlecht, hä? Und ich habe ein Nest mit Kanada-Kleibern entdeckt, während du den Kerl fertig gemacht hast. Echte Schönheiten. Willst du mal sehen? Danke. Ich konzentriere mich ab jetzt auf Knastvögel. Einbruch gemeldet. Officer bei Vanderbilt. Augen auf. Und jetzt zu den E-Mails. May aus Queen schreibt, sie sind so wütend und ich wünschte mir, sie würden sich helfen lassen. Das ist furchtbar ungesund. Gut, mir ist klar, dass sie sich um mich sorgt, aber dieses verbreitete Missverständnis muss ich aufklären. Ich bin nicht wütend. Ich bin voller Liebe. Ich zeige auf Ungerechtigkeit, Korruption und Verbrechen gegen die Menschheit, weil ich diese Stadt liebe und möchte, dass sie sich bessert. Was Sie da in meiner Stimme hören, ist Liebe. Nichts als Liebe. Einheiten. Es wurden Überfälle in der Gegend gemeldet. Officer benötigt bei Turtle Bay. Diebe nehmen sich nie frei. Er ist im Knast. Er ist fertig. Das war's schon? Irgendwie wirken die Diebe ein bisschen nachlässig in letzter Zeit.
Achtung, Überfall. Ich muss ihn stoppen. Wir haben auch kümmere dich in deinen Kram, Spinne. Schlag mich doch. Aber ich schlag zurück. Ich weiß, ich bin nicht das beste Vorbild, aber man sollte echt keine Leute hauen. Du kamst gerade rechtzeitig. Die waren wie Tiere. Das ist unmöglich. Die dumme Spinnenmaske macht mich wütend. Oh, hey, Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. Und mein Hund? Kein Problem, aber immer an der Leine und nie in der Küche. Hey, Peter. Hey, Leute, wie läuft das Spiel? Wonach sieht's denn aus? Ich gewinne. Er leidet unter Gedächtnisschwund, Pete. Ich schlage ihn. Na, das Wichtigste dabei ist doch der Spaß. Mir macht es Riesenspaß, ihn platt zu machen. Das träumst du, Lady. Spielst du mit, Pete? Nur Kleckerbeträge. Oh nein, das wird mir zu teuer. Macht ihr mal weiter. Hi, Peter. Deine Tante ist hinten, glaube ich. Danke. Hey, Peter. Was geht? Schau, nur mal vorbei. Hey, Martin. Sorry, bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten. Nein, in... nein, nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte, ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Peter? Hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, 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 mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Was? Nein, nicht doch. Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys bekommen. Wow! Peter. Was ist los? Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre. Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre. Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Sprachnachricht von Yuri. Hör ich mir draußen an. Wird eher auf der Straße leben, als meine Eltern um Hilfe zu bitten. Hey Pete, schön dich zu sehen. Sprachnachricht von Yuri. Hey, im Auktionshaus, in dem Fists Besitz abgewickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach? Unauffällig. Ich möchte keine
kein Aufsehen erregen, falls es falscher Alarm war. Fisks Haushaltsauflösung. Klingt lustig. Was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte? Ja, ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Schon gut. Lang nicht gesehen. Endstation. So eine Verfolgungsjagd hält einen ganz schön auf Trab. Hi, May. Entschuldige die Unterbrechung. Schon gut. Ich wollte dir nur sagen, wie viel mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern und von Onkel Ben, ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. May, ich weiß nicht, was... Oh, ich glaube, Mr. Lee braucht mich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch. Alle Einheiten möglicher Drogendeal gemeldet. Brauchen mehr Officer bei Sycamore.